Einen wunderschönen guten Abend aus dem ja, viel zu warmen Salzkammergut. Meine Damen und Herren, mein Name ist Michael Hinterlettner. Ich trade seit ich 16 bin und fokussiere mich derzeit auf Strategien mit Aktien bzw. Aktien-CFDs. Und diese Strategien teile ich wie immer gerne mit meiner Community, meinen Lesern und Zuhörern. Und in dieser kommenden Stunde möchte ich Ihnen eine meiner gemütlichsten oder eigentlich die gemütlichste und zeitsparendste Handelsmethode näher bringen. Kurz gefasst geht es dabei im Kern um kurzfristiges charttechnisches Trading mit Aktien bzw. konkret dann Aktien-CFDs mit einer Haltedauer von höchstens 4 Tagen. Aktiv bin ich dabei nur im Tageschart. Anderes interessiert mich nicht. Vor allem aktiv werde ich nur außerbörslich. Das heißt, wir suchen im Fall jetzt europäische Börsen erst nach 17:30 Uhr nach attraktiven Signalen für den nächsten Tag und legen dafür passende Orders in den Markt in aller Ruhe. Ideal also für berufstätige Börsenneulinge, die sich mal rantasten wollen an mehr Action und oder Trader, die eine Beimischung suchen. Nach meiner Erfahrung entstehen während des Vortrags immer eine ganze Reihe von Fragen, wie ich auch jetzt schon sehe im Chat. Die kann ich entweder im Nachhinein per E-Mail beantworten, wenn Sie mir an hinterleitner@brokerdeal.de schreiben, oder Sie stellen die Frage jederzeit im Chat. Diese Chat-Funktion finden Sie rechts unten in der Software. Wenn es gerade reinpasst, kümmere ich mich sofort um die Frage und sonst haben wir immer am Ende der Stunde eine Fragenrunde. Die könnte heute allerdings vielleicht ausfallen, da ich ziemlich pünktlich um 19 Uhr Schluss machen muss. Ich muss sie praktisch rauswerfen, da ein Kollege dann den Webinarraum benötigt. Gerade auch wegen der Fragen, da brauchen wir ganz gerne ja wesentlich länger oft in unseren Webinaren. Das heißt, ich versuche heute wirklich nur knackig auf den Punkt zu kommen, damit dann am Ende nichts abgewürgt werden muss. Und da ist auch schon wieder meine Lieblingsfrage. Ob es eine Webinar-Aufzeichnung geben wird? Ja, die Aufzeichnung läuft. Zum Glück nicht vergessen, aufs Knöpfchen zu drücken. Die Aufzeichnung ab jetzt hoffentlich auch in besserer Tonqualität dank neuem Mikro wird zu finden sein in unserem YouTube-Kanal. Kopiere ich auch kurz hier rein. Finden Sie auch andere nützliche Videos über CFDs, über Brokerwahl, über Hebel etc. pp. Auch die anderen Webinaraufzeichnungen von früher sind da zu finden. Dann finden Sie uns auch oder mich auch auf Guidance, auf Facebook stellen wir immer schöne Aktionen und News rein zu Brokern, zu CFDs, zu Devisen allgemein. Und über die täglichen Signale hier zu dieser Swing Trading Strategie tauschen wir uns in meinem kleinen Forum candletalk.de aus. Ja, und natürlich, wer unseren Broker-Vergleich noch nicht kennt, Mitglieder von www.brokerdeal.de handeln bei den besten CFD- und Forex-Brokern und auch Futures-Brokern deutlich günstiger gegenüber einer direkten Kontoöffnung beim Broker, natürlich ohne jegliche Nachteile. Hier finden Sie die Vorteile kurz zusammengefasst. Hier im Broker-Vergleich sehen Sie die wichtigsten Punkte und auch ausführliche Steckbriefe der Broker mit Meinungen echter Trader, den Kosten pro Trade inklusive Spread, was auch niemand hat. Und wir bemühen uns hier einfach Aufklärung zu betreiben. Und dank einer großen Mitgliedschaft, jetzt sind es ja doch schon über 2400 Mitglieder, die wir haben, können wir eben auf die Broker zugehen und sagen, hey Leute, ich habe hier eine schöne Zielgruppe für euch, was könnt ihr uns da sozusagen Clubvorteile anbieten? So viel zur Eigenwerbung. Wir haben heute auch einen Gast bei uns, der uns ganz kurz auf eine schöne Aktion, die auch zu dieser Strategie passt und Tools für MetaTrader hinweisen wird, Herr Purohit von Active Trades. Das machen wir dann nach dem ersten Trading-Teil. Herr Purohit, nicht wundern, das Mikrofon ist gerade deaktiviert zurzeit noch. Finde ich sehr spannend, dass hier gerade zwei Fragen eintreffen, wie ich denn bei Active Trades die außerbörsliche Orderaufgabe löse, denn dort sind die Aktien-CFDs im MetaTrader 5 nur vorhanden, mit keiner anderen Software. Da ist ja die außerbörsliche Orderaufgabe nicht möglich im MetaTrader grundsätzlich. Wir haben da aber ein fleißiges Bienchen im Candletalk. Der Christoph, der uns hier zwei Tools für MetaTrader 4 und 5 programmiert hat, kostenlos zur Verfügung stellt für alle. Und damit ist dieses Problem aus der Welt. Das Tool stelle ich nachher vor und auch zum Download zur Verfügung. Und damit ist eben möglich,
das Trading auch bei MetaTrader, diese Strategie auch bei MetaTrader-Brokern handeln zu können. Ja, wer mich kennt, der weiß ja, dass meine Sympathien, mein Fokus immer auf den praktischen Aspekten des Tradings liegt, weniger auf den theoretischen. Also die Signalfindung und dann der Live-Umsetzung, auch in den Webinaren. In der Umsetzung dieser Strategie brauche ich täglich maximal 10 Minuten. Es reicht schon, um die ein, zwei, maximal drei attraktivsten Kandidaten für den nächsten Tag zu finden, sowie die dafür entsprechenden Orders aufzugeben. Jetzt besteht diese Webinarreihe ja einmal aus einem Theorie- und dann eben aus einem Praxisteil. Das würde den Rahmen heute aber massiv sprengen. Heute kümmern wir uns wieder stark um die praktische Umsetzung und was in den letzten Tagen vorgefallen ist, an Trades angefallen ist, wie diese ausgegangen sind und warum ich mich für diese Trades entschieden habe. Die Theorie hätte ich für all jene, denen diese Strategie noch neu ist, in einem Artikel zusammengefasst. Finden Sie hier im Blog auf Bogodil.de. Ich haue am besten auch den Link dazu gleich mal wieder in den Chat rein. Wenn Sie also jetzt zu den herzlich willkommenen neuen Zuhörern gehören, denen diese Strategie noch nicht vertraut ist, bitte nicht erschrecken, wenn Sie am Ende dieser Stunde meine Trades noch nicht klar nachvollziehen können. Aber Sie kriegen hoffentlich dann dadurch schon einen attraktiven Eindruck vom wirklich simplen Setup, sage ich mal, denn bis auf den Einstieg ist ja alles in sehr, sehr feste Regeln gepackt. Das heißt, man kann dann eigentlich die Orders abfeuern und dann das Hirncastle abschalten. Ich nenne das auch gern Fire and Forget. Bis auf den Zeitstopp dann, den wir uns auch gleich ansehen werden. Und auch die Einstiege, die nicht in ganz, ganz feste Regeln betoniert sind, sind mit etwas Übung dann relativ einfach zu finden. Dann komme ich auch gleich zu Beginn zu meinem Einstiegsmantra. Der Einstieg ist der schwierigste Aspekt dieser Strategie. Auch wenn schwierig sehr relativ ist, wie wir sehen werden bei den anschließenden Beispielen. Im Grunde geht es mir bei der Suche um attraktive Signale um diese zwei Fragen. Erstens, ist ein neues Swing wahrscheinlich? Und zweitens, komme ich in diesen günstig rein? Was verstehe ich darunter? Da sehen wir uns gleich mal ein mögliches Signal für heute bzw. für morgen an. Und zwar die Beiersdorf AG aus dem DAX 30 im Tageschart. Erste Frage, ist ein neuer Swing wahrscheinlich? Für mich ist hier sehr schön zu sehen, auf einen Blick zu sehen, dass ein neuer Swing nach unten sehr viel wahrscheinlicher als ein neuer Swing nach oben ist. Ich zeichne hier kurz die Swings der letzten Tage ein. Farblich unterschieden in Downswing und Abwärtsswing und Aufwärtsswing. Und ich denke, es ist selbsterklärend, dass hier nach dieser schönen Erholung von Dienstag für mich sehr viel für eine neue Abwärtsbewegung spricht. Und die wird in der Regel auch durch bärische Tageskerzen eingeläutet, wie wir sie heute sehen. Und dann komme ich jetzt eben zu Punkt 2 meines Mantras. Komme ich in diesen zu erwartenden Swing günstig rein? Und das ist hier ein großes, fettes Ja im Falle Beiersdorf für morgen. Wir haben eine sehr kleine Tageskerze und meine Stop-Sell-Order liegt knapp unter dem Tagestief. Das heißt, für mich ist es wichtig, dass dieses Tagestief nicht zu weit vom Extrempunkt entfernt liegt. Und dieser Extrempunkt liegt beim heutigen Hoch und das ist tatsächlich nicht weit. Das heißt, ich komme in Anbetracht dieser Erholung des Wochenstarts sehr günstig in einen Downswing rein, wenn es denn nun jetzt runtergehen würde, dann ist das ein schönes, klares Ja. Hier komme ich günstig rein in den zu erwartenden Swing nach unten. Das mal kurz zu meinem Einstiegsmantra und dann möchte ich auch schon einen Blick auf die heurige Performance mit den DAX 30 Aktien werfen. Was ich eigentlich fast ungern mache, weil das Jahr heuer sehr, sehr gut gelaufen ist und ich eigentlich ungern hohe Erwartungen schüren möchte. Sie sehen hier den Blick auf das Depot mit je einem Signal pro Tag, nur mit den DAX 30 Aktien. Gestartet mit einem 10.000 Euro Depot haben wir im Oktober die 100% Marke geknackt und das ist wirklich auch das beste Jahr bisher. In der Regel sind es so zwischen 20, 30, 40% per annum.
was natürlich auch schon super ist. Ich bin jedenfalls sehr, sehr zufrieden, auch mit 20, 30% Ertrag für diese Strategie, weil die mich maximal 10, 15 Minuten Arbeit am Tag kostet. Und das ist für mich ein wichtiger Punkt, ist nicht der Return on Investment, sondern der Return on Time Invested. Also der ROTI, nicht der ROI, eine sehr beliebte Kennzahl, sondern für mich ist der ROTI die wichtige Kennzahl. Wenn ich jetzt da 8 Stunden täglich schweißgebadet, Scalpen betreibe und habe hier, sage ich mal, auch nicht mehr Ertrag. Ich kenne zumindest nicht viele Scalper mit dreistelligen Performance-Zahlen im Jahr. Dann kann ich über mehrwöchige Drawdown-Phasen auch mal hinwegsehen bei dieser gemütlichen Strategie, die eben 10 bis 15 Minuten am Tag in Anspruch nimmt. Ja, November war lästig, da haben wir einige Fehlsignale erwischt gehabt. War dann auch auf der World of Trading einige Tage, wo ich nicht gehandelt habe. Diese Signale habe ich hier trotzdem mit eingetragen, die hier auch zum Drawdown beigetragen hätten. Und die letzten Tage, beziehungsweise letzte Woche vor allem, ist hier wieder sehr schön mit 3 Signalen im Kursziel. Und wie wir sehen werden, ist das Kursziel eben genau das, wovon wir leben, weil wir ein Chance-Risiko-Verhältnis von 3 haben. Reicht uns ein Kursziel aus, ein erreichtes Kursziel, um 3 Verlierer wieder wettzumachen. Und das hilft uns dann auch in Phasen schlechter Trefferquoten, dass der Drawdown nicht so extrem wird, beziehungsweise oft auch nicht wirklich spürbar ist, wie hier zu sehen. Von März bis April, die Seitwärtsphasen, da reichen wieder 2, 3 Volltreffer aus, um mehrere Fehlsignale einfach nicht so schwer ins Gewicht fallen zu lassen. Im Gegensatz zu vielen sehr kurzfristigen Strategien, die mit ganz, ganz engen Kurszielen arbeiten, mit wenigen Ticks, wenigen Punkten mitnehmen, dafür oft im Verlust nicht verkaufen wollen. Das sind dann die berühmten Strategien, die man auch bei MetaTrader Contest sieht, wo die Equity-Kurve hunderte Prozent ganz geradeaus nach oben läuft steil. Und wenn man sich dann in die Historie, in die Trade-Historie reinklickt, dann sieht man schnell, warum das so ist. Da wird jeder Gewinn, jeder kleine Gewinn sofort realisiert. Und oft sitzen diese Depots aber auf fetten Verlusten, die dann einfach versucht werden auszusitzen. Und das ist langfristig einfach ein Schuss in den Ofen. Kurz 2 neue Fragen. Ob ich ausschließlich mit DAX 30 Aktien handle? Nein, wir handeln DAX 30 Aktien und die aus dem CAC 40 40, also die französischen Blue Chips, die 40. Mit diesen 70 Aktien haben wir eigentlich täglich mindestens ein Signal vorliegen. Aber warum ich diese Performance-Kurve hier jetzt nur auf den DAX konzentriert habe, ist der Grund ganz einfach der, dass ich viel optimiere und backteste auch. Und ich in diese Software jetzt das Einpflegen sehr aufwendig ist und wir uns hier auf die DAX 30 Aktien konzentrieren, was Optimierung des Setups angeht. Da sage ich aber gleich dazu, die Setups ändern sich eigentlich nicht. Also das in den ganzen letzten Jahren, wo wir uns immer wieder regelmäßig angesehen haben, sollten wir was ändern beim Exit, beim Ausstiegssetup, kam eigentlich immer nur zurück, wie stabil die Parameter sind. Das Einzige, was sich mal änderte, war der Zeitstopp, den haben wir von 5 auf 4 Tagen verkürzt. Und wenn ich den Zeitstopp hier jetzt wieder mal kurz von 4 auf 5 Tage erhöhe, dann sieht man auch sofort an der Änderung der Performance-Kurve, dass das sogar erst wieder etwas besser gewesen wäre, erst am 5. Tag den Zeitstopp zu ziehen. Das sind so Kleinigkeiten, aber das wichtigere Setup, des engen Stopps und des großen Kursziels, auf die ich gleich eingehe im Detail, das hat sich seit Jahren nicht verändert. Also das ist sehr bewährt. Die durchschnittliche Haltedauer bei mir sind 2 bis 3 Tage. Entweder, sagen wir 2 Tage, weil entweder greift sehr schnell der Stop, der sehr eingelegt wird, oder eben das Kursziel. Und spätestens dann der Zeitstopp am 4. Tag des Trades. Also 4 Tage ist die maximale Haltedauer und 2 Tage sind der Schnitt. Diese kurze Haltedauer hat mehrere Vorteile. Der wichtigste ist sicherlich, dass man dabei auf Fundamentaldaten vergessen kann. Also kann man ignorieren. Außer ich weiß, dass Unternehmenszahlen kommen, dann fassen wir ein Signal nicht an in den nächsten Tagen. Aber generell das Umfeld wird ignoriert. Auch der DAX oder auch der CAC 40 Index werden ignoriert. Auch die Wochencharts der Aktien werden ignoriert. Wir sehen uns nur den kurzfristigen Tageschart an, weil
Also auch in Bullenmärkten finden wir immer wieder Shortsignale, die es wert sind, umgesetzt zu werden und umgekehrt, weil diese kurze Haltedauer von 3, 4, maximal 5 Tagen früher gibt uns, spielt uns manche Stärke in die Hand. Wieder eben wäre, dass in diesem kurzen Zeitfenster sich Aktien sehr wohl auch entgegen dem allgemeinen Trend und entgegen den langfristigen Wochen- und Monatscharts bewegen können. Vielleicht zeige ich am besten auch mal kurz gleich ein Swing-Verhalten auf. Am Beispiel dieser Bayersdorf, die jetzt zwar hier, nee, die ist nicht so gut geeignet gerade. Ich nehme mal einfach. Egal, ich nehme jetzt mal die Allianz-Aktie hier. Dann sehen wir hier, ich zeichne ein, wir haben 3 Tage Downswing. Wir haben 3 Tage Downswing. Wir haben hier 4 Tage Downswing. Dann haben wir 5 Tage Downswing. Dazwischen haben wir 1, 2, 3, 4 Tage aufwärts. Dann haben wir 6, 7, 8 Tage aufwärts. Dann haben wir wieder 2 Tage aufwärts. Also im Tageschart ergibt sich ganz naturgemäß, dass die Swing-Dauer generell sehr kurzfristig angesetzt werden kann. Und da kommt auch der logische Zeitstopp dann ins Spiel. Wenn eine Aktie nicht in 4, 5 Tagen sich entwickelt, so wie wir das wollen, dann tut sie es meistens gar nicht mehr. Und der Zeitstopp sorgt dann dafür, dass wir Kapital nicht in einem toten Signal parken, sondern uns um frische, attraktivere Signale umsehen. Nächste Frage, ja, die Performance ist immer Zinseszinseffekt. Das ist Fixed Risk, also wir riskieren immer 1% für einen Trade vom Kapital. Damit komme ich auch jetzt gleich mal zum Tradingplan. Damit wir das theoretische Gerüst abgerundet haben für die, denen das noch nicht so bekannt ist, und dann geht es wieder nur in die Praxis. Und der erste Schritt ist eben die Trendeinschätzung. Wir agieren nie gegen einen ganz klaren Trend. Also wir greifen weder ein fallendes Messer noch shorten wir Highflyer. Es muss zumindest ein Doppelboden für Long-Signale, beziehungsweise es muss mindestens ein Doppeltop für Short-Signale klar sichtbar sein im Chart. Am einfachsten sind natürlich klassische Fortsetzungssignale, also einwandfreie Trends, Rücksetzer, Einstiegssignal, fertig. Die sind simple, easy, wären auch programmierbar, aber die sind halt nicht so häufig, wie man das gerne möchte. Und da kommen dann auch Seitwärtsphasen ins Spiel, die aber breit sein müssen. Das heißt, wir handeln sogar in Seitwärtsphasen, wenn eben das Kursziel noch innerhalb der Begrenzung liegen würde. Dann ist das sehr wohl vertretbar. Und auch aggressiv werden Doppeltops geschortet oder Doppelböden gekauft, wenn es kein attraktiveres Signal an diesem Tag gibt. Und summa summarum, wenn ich auf die Historie der letzten Jahre zurückblicke, lässt sich eigentlich sagen, dass ein 1A-Signal oder eines, das man gerade noch so vertreten kann mit Bauchweh, am Ende eigentlich die Waagschale hält, was Erfolg oder Misserfolg angeht. Daraus haben wir auch gelernt, man kann die Qualität von Signalen nicht wirklich einschätzen. Es ist generell ja ein Münzwurf, beziehungsweise die Wahrscheinlichkeit ist ja immer gleich, ob es jetzt weiter hoch geht oder weiter runter. Und von daher kann man nur versuchen, mit dem Trade Management hier das Optimum rauszuholen und sich nicht so sehr auf das ideale Einstiegssignal zu versteifen. Haben wir den Trend eingeschätzt, dann ist eben wichtig, dass wir diesen Trends nie hinterherlaufen, sprich wir lauern auf Korrekturen und versuchen dort den Start des nächsten Swingpunkts ideal günstig zu erwischen. Da versuchen wir uns kleine bullische Tageskerzen für Long-Einstiege und kleine bearische Tageskerzen für Short-Einstiege. Ganz einfach deshalb, weil diese meistens den Start eines neuen Swings markieren. Wenn es weiter hochgehen soll, dann brauche ich dafür auch eine bullische Tageskerze meistens. Wenn es weiter runter geht, dann startet das Downswing meistens mit einer bearischen Tageskerze. Wir wollen möglichst günstig einsteigen, deshalb müssen es auch kleine Kerzen sein in der Nähe der Extrempunkte, wie ein Beispiel Bayersdorf vorhin gezeigt. Deshalb laufe ich auch keinen neuen Tageshochs hinterher. Ich gehe mal kurz zurück. Nochmal auf Bersdorf. Hier nehmen wir ein aktuelles Beispiel. Technip war es heute.
So, nehmen wir hier Technip als Beispiel. Sagen wir, es ist dieser 14.12., also da, das war dann der Montag. Dann haben wir hier eigentlich ein Setup, was relativ klare Sprache spricht für eigentlich weiter fallende Kurse. Hat es dann zwar nicht getan, aber diese Tageskerze hier vom Montag wäre kein Einstiegssignal, weil hier das Tagestief, wo unser Einstieg liegen würde, schon unter dem Tagestief des Vortags liegt. Das heißt, wir müssten dem Kurs schon hinterherlaufen. Der Freitag selbst hingegen, der 11.12., war ein gültiges Einstiegssignal. Schöne Korrektur nach oben im intakten Abwärtstrend. Dann eine ja, relativ kleine Tageskerze. Das ist jetzt nicht so klein, wie man sich das wünschen würde, aber das ist ja kein Wunschkonzert, die Börse. Und da haben wir auch die Top-Sell-Order unter das Tagestief gelegt. Haben wir unseren Kandidaten gefunden, wird die Order auch diese 1 bis 2 Cent unter das aktuelle Tagestief gelegt. Na, ich bin heute ein bisschen. Also Stop-Buy-Order bei einem Long-Signal wird ca. 2 Cent über das Tageshoch gelegt und Stop-Sell-Order 2 Cent unter das Tagestief. Bei einer Short-Order ganz einfach deshalb nie genau das Tagesextrem nehmen, also nie genau das Tageshoch oder nie genau das Tagestief nehmen, weil diese Marken bei den Intraday, bei den Daytradern oft angelaufen werden. Es sind oft sehr markante Marken und hier ein paar Cent Luft zu lassen bis zur Stop-Order hat sich sehr bewährt. Sorgt dafür, dass noch ein paar Fehlsignale gefiltert werden und es schmerzt nicht, ob man jetzt 2-3 Cent ungünstig in die Position reinkommt, weil das ist auf Sicht von 4 Tagen gesehen absolut vernachlässigbar. Das Stop-Loss beträgt die 0,6-fache ATR der letzten 10 Tage. Die ATR, das ist die Average True Range, nichts anderes als die VOLA der letzten 10 Tage. Die VOLA ist kein künstlicher Indikator, sondern ist ganz einfach, sagt ganz einfach aus, wie schwankungsfreudig die Aktie in den letzten 10 Tagen war. Umso schwankungsfreudiger, umso volatiler die Aktie in den letzten 10 Tagen war, umso weiter liegt damit automatisch der Stopp weg und damit auch das Kursziel. Schlafe eine Aktie gerade ein bisschen die Füße ein, dann wird automatisch auch das Stop-Loss enger sein und das Kursziel enger sein, um die Chance zu wahren, auch erreicht zu werden. Hat sich sehr bewährt, hier nicht charttechnische Stops am Kursziel zu verwenden, die ja jeder sieht und die dann auch gerne von den Profis gerne abgefischt werden, sondern wir verlassen uns hier rein auf ein, sagen wir jetzt mal zufällig, aber auf einen auf Exit-Marken, die rein auf der ATR basieren. Die haben uns gute Dienste geleistet. Wie eng das sein wird und wie viel Abstand das ist, sehen wir gleich bei den Beispielen. Und die ATR, vielleicht auch noch dazu sagen, ist eigentlich in jeder Software dabei, sei es MetaTrader, sei es jede billige oder kostenlose Chart-Software, da ist überall drin. Entweder ATR, Average True Range oder Volatility. Und das ist alles, was wir brauchen, den nackten Chart und die ATR. Ja, sollte am vierten, Ende des 4. Tages, also wenn die Order am Montag eingestoppt wird, dann wird spätestens am Donnerstag 17.30, kurz vor 17.30 nachgesehen, ob es Zeit wird für den Zeitstopp, dann wird der manuell gerissen oder wenn man keine Zeit hat, kurz vor 17.30 reinzuschauen, dann zieht man den Stopp, wenn man wieder zu Hause ist, einfach ganz eng unter den aktuellen Schlusskurs nach. Wir riskieren, wie erwähnt, 1% unseres Kapitals pro Trade. Haben wir stetige Depotzuwächse im Idealfall, dann wachsen damit auch die absoluten Stückzahlen. Und andersrum, wenn man sich gerade in Schwierigkeiten befindet, 20-30% Drawdown haben sollte, dann wird dadurch auch automatisch die Stückzahl geringer ausfallen. Wechsel bei Gegensignal möglich heißt, habe ich auch gerade erst wieder gehabt, wenn ich in einer Position, in einem Trade gerade Short sein sollte und es zeigt sich in dieser Aktie ein schönes Kaufsignal, dann werde ich die Position auch um 180 Grad drehen, wenn es an diesem Tag nicht ein schöneres, attraktiveres Signal gibt. Und das wäre auch schon mein Tradingplan für diese einfache, diskretionäre Strategie für berufstätige Swingtrader oder eben als Beimischung für andere Strategien. Ich schaue mal kurz nach zu den Fragen. Warum nur DAX und CAC40 Werte und nicht mehr Aktien über Scanning-System nach Signalen? Also der Fragesteller meint, warum ich nicht einfach einen Scanner laufen lasse und hier mehrere Börsen hinzunehme.
Ja, ist vorstellbar, wurde auch von anderen Mitträdern, die die Strategie auch für sich adaptieren, gerne so gemacht. Man kann ja der London Stock Exchange noch dazu nehmen, man kann Italien dazu nehmen, etc. Euronext generell. Also mehr Auswahl bedeutet aber nicht bessere Risiken. Alles. Wir bekommen bei mehr Auswahl, wir haben jetzt mit diesen 70 Blue Chips schon eigentlich täglich Signale. Und bei mehr Auswahl heißt nur noch mehr Qual der Wahl, welches Signal nehme ich jetzt? Es hat sich eben, wie vorhin schon erwähnt, gezeigt, dass diese 1A-Trendfortsetzungssignale mit ganz kleinen Kerzen in kleintaktem Aufwärtstrend nach einer schönen Korrektur im Endeffekt nicht wesentlich erfolgreicher sind am Ende des Tages und am Ende des Jahres als die Signale in Seitwärtsphasen oder die Signale auch mal bei längeren Tageskerzen, wo man vielleicht mit Bauchweh zugreift. Hält sich am Ende die Waage, die mehr Auswahl wird nicht für mehr Qualität sorgen, sondern nur eben für mehr Auswahl. Und es hat sich für mich jetzt kein Bedarf ergeben nach noch mehr Signalen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin ja jetzt auch nicht der Typ, der hier jeden Tag handeln muss. Es gibt da unser nettes Leitmotiv, das da heißt, trade um zu leben und lebe nicht um zu traden. Das heißt, ich bin auch eigentlich ganz weg vom Intraday, vom Daytrading, vom hektischen Alltag. Wir machen das nur noch außerbörslich und auch jetzt nicht auf Zwang. Also wenn, so wie gestern auch, wir hatten zwei lauwarme Signale, heute haben wir die Zinsentscheidung, da muss ich jetzt nicht unbedingt investiert sein, weil da das Gap doch auf morgen doch relativ groß sein kann. Da muss ich nicht auf Zwang reingehen, deshalb brauche ich auch nicht unbedingt mehr Auswahl an Märkten, an Aktien. Nächste Frage, bei solch kurzer Haltedauer sind ja auch die Gewinne relativ klein, dazu kommen auch die Gebühren. Welche Positionsgröße wäre sinnvoll, zum Beispiel bei einem 10.000-Euro-Konto? Dem kann ich zum Glück widersprechen. Es sind sogar Konten mit 1.000 und 2.000 € sinnvoll machbar, dank Aktien-CFDs und dank der Gebührenstruktur auch von Active Trades. Da komme ich gleich noch dazu, beziehungsweise Herr Purowit wird uns dann dazu einführen. Die Gewinne sind auch nicht relativ klein, die Gewinne betragen dann eben 3%. Wenn ich 1% riskiere vom Kapital bei einem Chance-Risiko-Verhältnis von 3, dann verliere ich beim Stop-Loss 1% und beim Kursziel gewinne ich 3%. Ob das jetzt ein 1.000-Euro-Konto ist oder ein 10.000-Euro-Konto, ist fast egal. Ja, die Gebühren schlagen sich dann, umso größer das Konto, umso größer die Positionsgröße, schlagen sich die Gebühren dann in der Regel weniger zu Buch, aber wie wir gleich sehen werden, hat Active Trades kaum Mindestgebühr beim Trade, sondern nur die volumenabhängige und daher ist egal, ob man es mit 10 Stück oder mit 100 Stück handelt, der Kostenfaktor bleibt fast derselbe. Ich sehe jetzt noch weitere Fragen. Ich schiebe dir jetzt am Ende der Stunde, zu der wir hoffentlich noch kommen, weil es ist 6:30 und ich habe noch ein bisschen Material vorbereitet. Und dann machen wir kurz vorher und dann gehe ich darauf noch ein. Damit Sie jetzt nach diesem Trainingplan ein Gefühl dafür kriegen, wie das in der Praxis abläuft, zeige ich kurz ein, zwei, drei Signale der letzten Tage. Wieder wäre Technip aus dem Kakao 40. Ich zoome mal ein bisschen rein, dass Sie das hoffentlich auch nicht mit der Lupe sehen müssen. Ich zeichne kurz die Swings wieder ein. Downswings der letzten Tage. Damit Sie ein Gefühl dafür bekommen, wie ich das Swing-Verhalten der Aktien einschätze. Und man kriegt aber wirklich ganz, ganz rasch ein Gefühl dafür, welche Aktie gerade swingt oder welches Setup sich lohnt. Wir sehen hier einen Abwärtstrend, tiefere Tiefs, tiefere Hochs bei Technip und haben hier eine schöne Korrektur gesehen am Ende letzter Woche und am Freitag nun eine kleine bärische Tageskerze. Die hätte zwar kleiner sein können, aber wie gesagt, die Börse ist ja kein Wunschkonzert. Ich habe die Stop-Sell-Order unter das Tagestief gelegt, 2-3 Cent und die wurde dann auch Montag ausgeführt. Und das sehen Sie jetzt wahrscheinlich schlecht. Ich zeichne mal ein, wo der Stop-Loss lag mit dieser blauen Linie.
das gleiche mit dem Kursziel und dann nochmal mit dem blauen Pfeil, wo der Einstieg lag. So. Also Sie sehen schon, der Stop-Loss, zum Stop-Loss hin ist nicht viel Platz. Das geht natürlich zu Lasten mancher Trades, die knapp ausgestoppt werden und sich dann doch noch entwickelt hätten. Aber ich kann Sie beruhigen, ich kann das vielleicht auch tatsächlich mal vorzeigen an der Performance-Kurve hier. Auch sogar wenn ich den Stopp verdopple, von 0,6 auf 1,2, denkt man sich, wow, jetzt muss die Trefferquote massiv anspringen. Das tut sie nicht, die Trefferquote steigt um ein paar Prozent. Dafür haut es mir aber mein Chance-Risiko-Verhältnis komplett zusammen. Ich kann jetzt nicht, wenn ich den Stop verdopple, auch das Kursziel verdoppeln. Das wird in 4 Tagen nie erreicht. Das ist eine ganz andere Strategie, ganz anderes Setup, schon viel längerfristiger. Da kann ich auch dann auch die Fundamentaldaten nicht mehr so ignorieren. Gehen wir mal kurz auf eine Verdopplung des Stops. Auf 1,2 hat der. Dann habe ich hier sogar ziemlich die gleiche Kurve. Schauen wir kurz, ob sich überhaupt bei der Trefferquote was getan hat. Vorher waren es 51% Trefferquote, jetzt sind es 59%, also wir haben hier eigentlich eine schöne Steigerung bei der Trefferquote. Der Profitfaktor bleibt aber der gleiche, 1,8, das heißt für jeden Euro, den ich verliere, gewinne ich 1,8 Euro. Und jetzt kommt aber der Punkt, wenn ich den Stop-Loss verdopple, halbiert sich ja meine Stückzahl und dann sieht die ganze Sache so aus. Kurve ist die gleiche, aber ich habe nur noch 50% Ertrag dieses Jahr gehabt, statt über 100%. Also Verdopplungen des Stops, sinnlos, nur verschenktes Geld, verschenktes Chance-Risiko-Verhältnis. Das Kursziel ist eben genau der dreifachen Abstand zum Stopp entfernt, wird das Kursziel angelegt und ist machbar in 4 Tagen zu erreichen. Wir brauchen aber tatsächlich schöne Wohler dafür. Dafür zeige ich vielleicht gleich ein anderes Beispiel der letzten Tage. Das war Alstom. Alstom hatte hier einen sachten Abwärtstrend, der sich aber dann Anfang Dezember stark beschleunigt hat. Dann hatten wir am 7.12. eine schöne scharfe Korrektur, schöne Gewinnmitnahme nach oben und dann eine wunderbar kleine bearische Tageskerze, ein 1A-Signal, Stop-Sell-Order unteres Tagestief gelegt. Wurde sofort ausgeführt. Man sieht auch wieder, der Stopp wurde nie auch nur gefährdet. Also wenn eine Position rasch in Richtung Kursziel läuft, und das sind jene Trades, die wir brauchen, dann könnte der Stopp sogar noch enger sein und hätten wir sogar noch besseres Chance-Risiko-Verhältnis. Aber das hat sich langfristig dann so eingependelt. 0,6, 0,5 ATR ist schon ideal. Also Alstom schoss dann sofort innerhalb 2 Tage in dieses Kursziel. Wie vorher gesehen haben, bei Technip sieht es immer so unerreichbar weit weg aus. Es ist aber tatsächlich erreichbar und hier wäre sogar noch mehr drin gewesen. Aber Trailing-Stops oder Break-Even-Stops oder Teilgewinn-Mitnahmen haben sich nie empfohlen gehabt, auch in keinem Backtesting. Simpler Stop, simples Kursziel, dazu ein Zeitstopp als letzte Reißleine. Mehr braucht es nicht. Was haben wir noch gehabt in den letzten Tagen? Infineon war da dabei. Infineon ist ein schönes Beispiel für einen aggressiven Trade auf einen Doppeltop. Wir hatten hier am 7.12. eine schöne kleine bearische Tageskerze, die ein Doppeltop bestätigen könnte. Und ich habe sie tatsächlich versucht, hat sich auch gelohnt, sage ich mal. Es war zwar dann nur der Zeitstopp am Ende des vierten Tages, es wäre dann nächsten Tag ganz knapp das Kursziel nicht drin gewesen. In diesem Fall wäre der Zeitstopp einen Tag später wieder besser gewesen, aber das ist langfristig erwiesen, dass sich dieses Setup bewährt. Da braucht man nicht immer rumfuschen jeden Tag und überlegen, eigentlich sollte ich jetzt dieses schon so schön im Plus, nehme ich Gewinne mit oder nicht. Nee, wir bleiben beim Zeitstopp, Kursziel, Stop-Loss, fertig. Dann auch noch diskutiert im Forum war RWE. Das war in der Tat auch eine heiße Kiste, eine aggressive Kiste von mir. RWE hat hier einen Doppelboden ausgebildet und ich hatte an diesem Tag am 9. Dezember kein schöneres Long-Signal vorliegen. Deshalb bin ich hier eingegangen. Ging dann auch schön los am 10. Dezember, schoss schön nach oben.
RW hat sich dann doch wieder anders überlegt und hat den Stopp gerissen. Und hier auch wieder zu sehen, auch ein weiterer Stopp hätte nichts gebracht. Wenn sich eine Aktie nicht entwickeln will, dann wird das Stop-Loss meistens schnell aktiv und braucht auch hier, sag ich mal, ist auch ganz gut, um das Leiden nicht in die Länge zu ziehen und hier das Kapital nicht in einem toten Signal zu parken. Ja, heute 20 Uhr ist ja der Zinsentscheid, der morgen sicher für ziemliche Wohler sorgen wird zur Öffnung. Ich möchte mir dann schon noch ansehen, wenn wir es schaffen vor 7, ob heute schöne Live-Signale entstanden sind. Die sollten aber schon mit Sahnehäubchen oben drauf sein, damit ich die anfasse. Andererseits brauchen wir ja Wohler. Das ist genau das, was wir brauchen, um eben in nur 4 Tagen eine Chance auf unser Kursziel zu haben. Daher, wenn sich Signale zeigen, werde ich die auch umsetzen morgen. Wir haben dann zwar zur Eröffnung das Gap, aber wir haben ja jetzt keine Position im Depot gerade, die durch das Gap verletzt werden könnte. Es kann halt nur sein, dass die Gaps morgen dafür sorgen, dass wir einem Signal schon hinterher springen müssen, dass wir praktisch viel Slippage kriegen. Aber das ist auch interessant, interessanterweise langfristig nie negativ gewesen. Im Gegenteil, Aktien, die meistens zur Öffnung schon in unsere gewünschte Richtung springen, denken sich zuerst, puh, 50 Cent Slippage, eine halbe Dere. Aber diese Aktien laufen dann sehr, sehr oft auch zügig weiter in Richtung Kursziel. Das ist dann praktisch ja, Breakaway Gap etc. Umgesetzt werden die Signale von mir mit börsenechten Aktien-CFDs. Die Frage habe ich glaube ich auch schon gesehen. Das heißt, börsenechte Aktien-CFDs orientieren sich an den Kursen der Heimatbörse und haben auch den gleichen Spread als jetzt an Xetra oder als an der Euronext in Paris. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Keine Broker nehmen, kein CFD-Broker, wo das Spread ausgeweitet wird, weil ausgeweitetes Spread, auch wenn es dann keine Gebühren gibt, heißt immer, bei knappen Stop-Loss-Entscheidungen werde ich ausgestoppt, wer sich mit börsenechten Spreads ja nicht worden wäre. Aktien-CFDs ganz einfach deshalb, weil die wegen der geringen Margin-Anforderungen für mich weitaus besser geeignet sind als die echten Aktien. Ich habe schon mal 7, 8, 9 Positionen im Depot und da wird dann mit echten Aktien, sage ich mal, schon kapitalintensiv. Und Shorten, also Leerverkaufen, ist auch sehr unkompliziert möglich mit CFDs. Der Broker meiner Wahl ist dabei aktuell Active Trades. Nicht nur, aber primär auch wegen der unschlagbaren Gebührenstruktur von nur 0,05% des Handelsvolumens bei nur 1 Euro Mindestgebühr. Und eben diese geringe Mindestgebühr ist, welche bei anderen Brokern schnell mal 5 bis 20 Euro sind, dass diese geringe Mindestgebühr erlaubt sogar Kleinkunden effektives Handeln, was ich auch gern nutze für Experimente bzw. Testkonten, was immer besser ist als reines Paper Trading ohne echtes Geld, da lieber ein Kleinkonto aufmachen und hier mit kleineren Beträgen testen, experimentieren. Die Plattform dabei bei Active Trades für Aktien-CFDs ist der MetaTrader 5. Und hier haben wir eben schon das erwähnte Problem, dass der MetaTrader 5 bzw. auch der bekanntere kleine Bruder MetaTrader 4 ein großes Manko haben. Man kann, wenn der Markt geschlossen ist, keine Orders aufgeben oder ändern. Was für diese hier vorgestellte Strategie natürlich Voraussetzung ist. Und zum Glück hat sich da unser Mitglied im Candle-Doc, der Christoph, diesem Problem angenommen und einen Expert Advisor gebastelt, einen EA. Und zwar für beide Versionen. Ich wollte diesen EA jetzt hier eigentlich zum Download einbinden. Habe es das in dieser Webinar-Version aber nicht gefunden. Deshalb stelle ich mal einfach den Link ein. Bum, bum, bum. So. Also wenn Sie auf diesen Link klicken, dann müssten Sie eine ZIP-Datei downloaden, diese dann öffnen. Ich zeige das am besten mal kurz vor und die, wenn Sie jetzt Active Trades schon auf dem PC haben, beziehungsweise falls nicht, dann stelle ich Ihnen da gleich mal den Link zu Active Trades auch rein, wo Sie das auch als Demo downloaden können, mit dem Tracking-Link zu BrokerDeal hinterlegt, weil wie erwähnt, es gibt ja keine Nachteile bei einer Kontoöffnung via BrokerDeal, sondern nur Vorteile. Wenn Sie sich dann bei uns registrieren und Mitglied werden, dann kriegen Sie hier bis zu 1000 Euro Umsatzbonus zurück. Also, wer den MetaTrader schon hat, nimmt diese beiden Dateien aus dem ZIP und kopiert sie in den
MetaTrader 5 Active Trades Ordner in den MQL5 Ordner, dort auf Experts und dort in den Ordner Advisors. Dann haben Sie diese beiden Dateien hier, Stock OTO Order at Open. In der Plattform selbst sieht das dann so aus. Ich nehme jetzt einfach mal Bayersdorf, was ich schon gesehen habe, dass wir ein Signal dafür haben. Bayersdorf AG, so. Machen wir hier kurz im MetaTrader 5 den Tageschart auf, sehe hier auch wieder nochmal bestätigt das Verkaufssignal. Und dann müssen Sie hier Auto-Trading erlauben, also dass MetaTrader praktisch für Sie Orders übernimmt. Dann ziehen Sie diesen EA, diesen Stock OTO Ordered Open einfach auf den Chart, geben die Stückzahl ein, geben die Richtung ein, die jetzt hier Short ist, nicht Long. Und geben ein, wo das, wo die Stop-Order liegen soll, Stop-Buy oder Stop-Sell eben. Ich habe es nicht geschaut, was das Tagestief ist, aber es müsste irgendwas mit 83,5 sein. Stop-Loss geben wir jetzt mal beispielhaft 84 ein und Target wird dann bei 82 liegen. Hätte man wieder das Chance-Risiko-Verhältnis von 3. Diese Magic-Number hier ist wichtiger, wenn Sie mehrere Signale an einem Tag haben. Dann muss jeder Jahr auf jeder Aktie eine eigene Nummer haben. Und das war schon wichtig hier Auto Trading On. Und dann ist es noch wichtig, dass der MetaTrader um 9 Uhr läuft. Die Orders bzw. dieser EA liegt auf Ihrem PC zu Hause. Das heißt, wenn der MetaTrader nicht läuft, dann wird auch die Order nicht an den Broker geschickt. Und das war schon mit diesem Tool. Ist eben außerbörsliches Ordern selbst mit MetaTrader möglich. Auch mit MetaTrader 4. Was ich gerade lese, so, wo haben wir das? Genau, MetaTrader 4, wer möchte auch jemand haben, den stelle ich auch rein für andere Broker. Ja, ob die MetaTrader 4 Broker diese Möglichkeit nicht gleich selbst einbauen könnten, da sind wir auch im Gespräch. Also das sind so Tools, die natürlich viel Aufwand im Hintergrund erfordern. Wenn, nachdem jetzt wir diesen kleinen unkomplizierten EA gebastelt haben, beziehungsweise eben dank Christoph zur Verfügung gestellt bekommen haben, dränge ich da jetzt auch nicht mehr darauf, die Tools hier einzusetzen. Also, da habe ich einige Fragen im Chat und die Live-Signale möchte ich auch noch für morgen durchgehen. Jetzt möchte ich aber gerne den Herrn Purohit von Active Trades zu Wort kommen lassen, der uns kurz eine schöne Weihnachtsaktion von Active Trades erklärt, die das Aktien-CFD-Trading hier noch sexier macht. Und ja, wir hätten auch gemeint, dass wir ein Tool vorstellen, Smart Order Add-ons, Active Trades hat tolle Add-ons für den MetaTrader. Die haben da sogar einen Zeitstopp drin, was uns natürlich geholfen hätte, nur aktuell nur für den MetaTrader 4 verfügbar, was uns jetzt hier konkret bei Active Trades nicht hilft, weil die Aktien-CFDs im MetaTrader 5 hier laufen. Gut, Herr Burohit, ich denke, Sie haben hier ein paar schöne Worte zu uns für diese Weihnachtsaktion. Schön, dass Sie da sind. Ja, gerne, vielen Dank. Und zwar haben wir seit dem 1. Dezember eine Aktion laufen für die Aktien-CFDs. Wir werden diese für 6 Wochen kostenfrei zur Verfügung stellen. Das bedeutet für die Kunden, für ob es Neukunden sind oder auch Bestandskunden, dass es keine Kommission und keine Kursgebühren für 6 Wochen gibt. Somit kann jeder diese Aktien-CFDs testen über die MetaTrader 5-Plattform. Und einfach mal hereinschnuppern und herausfinden, wie er denn mit den Aktien-CFDs zurechtkommt. Es sind über 500 Kurse, die wir anbieten. Natürlich die deutschen Aktien sind mit einbegriffen, amerikanische Aktien, französische Aktien, wie schon Herr Hinterleiter erwähnt hat. Ja, und das läuft alles bis zum 15. Januar 2016. Ja, ziemlich schöne Sache, auch
Kommt mir auch sehr entgegen, weil ich gerade sehr viel experimentiere mit 2-3-9-Strategien, auch wieder was für Berufstätige angeht, aber auch wieder eine Intraday-10-Uhr-Strategie. Was immer gemein ist hier, wenn man mit kleinen Konten etwas testen möchte und hier 5 bis 10 Euro Mindestgebühr hat, das geht natürlich dann schnell mal ins Geld. Von daher Richtig. nutzt mir das persönlich auch gerade sehr. Schöne Aktion, läuft glaube ich noch bis 15. Januar, habe ich das richtig im Bis zum Kopf? 15. Januar, richtig, richtig, 15. Januar 2016. Genau, also auch für Bestandskunden, wer schon Kunde ist, profitiert glaube ich automatisch davon oder muss man sich auch als Bestandskunde anmelden dafür? Gerade als Bestandskunde kurz eine E-Mail zukommen lassen und dann wird man das auch sofort für Sie freischalten. Wunderbar, dann muss ich das auch noch kurz machen. Und wer noch kein Kunde ist, wie gesagt, den Tracking-Link stelle ich auch nochmal ein, auch zu dieser Aktion. Konto öffnen, anmelden, geht alles in ein paar Minuten. Und funktioniert, läuft wunderbar. Ich habe hier sogar das aktuelle Testkonto zu dieser Swing-Trading-Strategie für Investoren freigegeben. Das heißt, Sie können sogar reinsehen, welche Positionen gerade laufen. Wenn da Interesse besteht, bitte kurz E-Mail an hinterlad.net.de. Und ja, die Tools hier, Active Tools hat ja den MetaTrader ziemlich aufgepimpt mit sehr, sehr coolen Teilen. Können Sie hier nachlesen auf der Homepage, was die alles können. Allerdings aktuell nur für MetaTrader 4, was uns jetzt bei den Aktien-CFDs hier weniger hilft. Purit, haben Sie eine Idee? Wird auch ein Add-ons für den MT5 gebastelt? Sie sind gerade dabei am Basteln, die ITler, weil es natürlich wichtig ist, dass wir für beide Plattformen das gleiche Tool haben. Zurzeit gibt es ein Tool, ein Expert Advisor, der für beide Plattformen läuft. Das Tool nennt sich Smart Lines. Es erlaubt den Kunden mit Trendlinien automatisiert zu handeln, sozusagen. Das bedeutet, sie zeichnet eine Trendlinie ein in Chart. Und sobald der Kurs diese Trendlinie berührt, wird eine Long- oder Short-Position eröffnet. Sehr schön, nach wahrscheinlich vorher einstellbaren Stückzahlen und dann auch mit angehängten Stop-Loss gleich dazu. Richtig, richtig, genau. Sehr schöne Sache. Ja, cool. Danke sehr, Borohit. Schöne Gerne. Aktion, tolle Tools. Wünsche ich Ihnen Vielen einen Dank. schönen Feierabend. Ja, den wünsche ich Ihnen auch. Tschüss. Tschüss. Ja, oh, Active Trades ist übrigens auch der aktuelle Broker des Monats vom Broker Deal. Aber nicht nur diesen Monat, sondern immer könnt ihr als Mitglied von BrokerDeal einen umsatzbasierten Bonus von bis zu 1000 Euro abholen. Ich glaube, den Link habe ich schon eingestellt. Ich knall ihn nochmal rein. Da gibt es übrigens auch nochmal 10% Aktien-CFD-Kommission retour. Also günstigeres Aktien-CFD-Trading momentan nirgends möglich und das mit börsenechten Spreads, ganz, ganz wichtig. So, damit zu den heutigen Live-Signalen. Schauen wir uns noch schnell an, bevor wir dann die Fragen abhandeln. Ja, 10 vor 7 geht sicher alles wunderbar aus. Muss mich jetzt bemühen, die nicht ganz so schnell durchzuklicken, wie ich es normal machen würde. Ich schaue mal auf die Teilnehmeransicht, wie lange es bei Ihnen dauert, bis sich der Bildschirm ändert. Okay, klappt schon. Also Adidas, wenn Adidas heute eine kleine bearische Tageskerze geworden wäre, wäre sogar einen Short-Versuch wert. So aber nicht. Allianz. Allianz haben wir im kurzfristigen Abwärtstrend heute eine bearische Tageskerze. Ist ein brauchbares Short-Signal, allerdings ist das Tageshoch ein bisschen weit weg vom Tagestief, das heißt, wo unsere Stop-Sell-Order liegen würde, da ist schon wieder ein bisschen Wohler verschenkt vom Extrempunkt der Korrektur weg betrachtet. Notiere ich mir mal, aber ich weiß ja schon, dass mit Beiersdorf ein schöneres Signal vorliegt. BASF, wunderschöner Abwärtstrend. Jede kleine folgende Tageskerze würde geschortet werden können. Dito BMW haben ja generell sehr, sehr viele neue Abwärtstrends bekommen im Dezember. Dito Bayer, auch kein Handelsbedarf, kein Handlungsbedarf für morgen. Und Beiersdorf, das erwähnte Verkaufssignal, wenn sich ja kein anderer Kandidat mehr aufdrängt, gehe ich nachher noch kurz durch, wo genau die Trigger liegen werden dafür. Also die anderen Ausstiegsmarken. Commerzbank, auch nett. Auch nettes Verkaufssignal. Allerdings nicht so eine schöne Korrektur wie bei Beiersdorf.
Da bleibe ich doch bei Bersdorf. Continental, kein Bedarf. Deutsche Bank ist nur ein Doji, das ist mir dann doch zu wenig. Ah, Deutsche Post, auch sehr schönes Verkaufssignal. Sehr dynamische Abwärtsbewegung seit Anfang Dezember zu sehen, mit den scharfen Gewinnmitnahmen von gestern. Und heute schleppt sich, also heute haben die Bären wieder leicht das Sagen. Ja, schönes Verkaufssignal. Da habe ich aktuell die Wahl zwischen Bersdorf und Deutsche Post. Weiter geht's mit Daimler, Deutsche Telekom. Deutsche Telekom auch nicht übel. Auch nicht übel. Sehr scharfe Korrektur, wäre gerade sehr günstig wieder zu haben. Was die Dringlichkeit angeht, sehe ich aber Vorteile bei der Deutschen Post. Und bei Bersdorf notiere ich mir ebenfalls. Fresenius Medical Care, auch ein Verkaufssignal, aber da haben wir schon schönere gesehen. Das ist eben der Vorteil, ich muss nicht alles handeln, sondern ich suche mir nur die ein, zwei wirklich jene Signale, die mir sofort ins Auge stechen und kann alles andere ad acta legen. So, ich klicke jetzt schon ein bisschen schneller durch, wenn ich was Interessantes sehe, bleibe ich stehen, aber die Zeit läuft uns gerade ein bisschen davon. Merk, auch ein formelles Verkaufssignal. Wenn ich kein schöneres heute hätte, würde ich auch das nehmen, aber wir haben schon zwei sehr schöne Kandidaten. Münchner Rück, zu lange oberer Schatten der Kerze, das ist schon wieder zu weit vom Extrempunkt weg. SAP auch sehr schön. Also heute mangelt es echt nicht an Verkaufssignalen. Dito Siemens. Ich muss mir das erst schon aufschreiben, bevor ich das wieder vergesse. Es sind sehr viele Signale heute. ThyssenKrupp, Volkswagen, Vonovia. Nee, also ich hätte jetzt mal, meine drei Favoriten wären hier jetzt Siemens, Beiersdorf. Müssten es alle sehen. Und Deutsche Post. Also ich entscheide mich jetzt einfach mal für Bersdorf, weil ich die von Anfang an im Auge hatte. Das sieht es dann so aus, dass wir ein Tagestief haben von 83,63. Ich lege die Stop-Sell-Order auf 83,6. So, und ich habe jetzt eine ATR, eine Tagesvola heute von 1,87. Das heißt, Bersdorf schwankte in den letzten 10 Tagen im Schnitt um 1,87 Euro vom Tageshoch zum Tagestief. Die ist gestiegen durch die scharfe Abwärtsbewegung seit Dezember. Ich brauche jetzt den 0,6-fachen Faktor dafür. Das wäre 1,12 Euro. Ich runde auf 1,15 Euro. Komme damit mit einem Stopp von 84,75. Dreifacher Abstand entfernt wird das Kursziel zu liegen kommen. Also auf 80,15. So. Also, so wird es aussehen. Einstiegsorder 83,6. Das holen wir uns jetzt gleich im EA rein, wo wir dann schon draufgezogen haben. Stop bei selber 83,6. Na, fast erwarten. Stop Loss war 84,75 und Take Profit war 80,15. Die Stückzahl berechne ich mir dann noch korrekt aufgrund meines Depotstandes. Und das war's. Jetzt muss
Der MetaTrader 5 morgen früh nur noch laufen um 9, dann wird die Order automatisch mit dem ersten Tick in den Markt gelegt und dann bei Bedarf auch ausgeführt. Danach muss ich eigentlich nichts mehr tun, außer dass ich schon mal im Laufe des Tages checke, wie denn gab es denn Slippage und wie war sie. Und wenn die Slippage spürbar war, dann werden Stop-Loss und Kursziel angepasst an den tatsächlichen echten Einstiegskurs, damit eben das Chance-Risiko-Verhältnis gleich bleibt. Und sonst nur noch am Ende des vierten Tages schauen, muss der Zeitstopp aktiv werden oder haben wir schon Stop- oder Kursziel erreicht. Das war's dann. So, eine Frage von Matthias beantwortet. Ja, es gibt sehr viele Signale für morgen. Ja, ich verwende ausschließlich Tageskerzen als Zeiteinheit. Alles andere hat sich nicht bewährt. Der Blick auf Wochenchart ist viel zu umständlich. Was bringt uns eine Einschätzung im Wochenchart, wenn wir nach 4 Tagen schon wieder raus sind aus dem Trade? Ja, Active Trades bildet die Xetra-Kurse ab bei den DAX-Aktien. Bernd möchte wissen, Wechsel bei Gegensignal bedeutet ja, die Position wird gedreht. Wird nicht geschlossen, sondern wird tatsächlich gedreht. Wenn kein besseres Signal an diesem Tag sichtbar wurde, sonst wird die einfach laufen gelassen nach ursprünglichem Plan. Sollte der Aktientrend dem allgemeinen Indextrend entsprechen? Nein. Also wir haben hier sehr spannende Tests auch gemacht, darum auch hier Einpflege in diese Backtesting-Software. Ist ja zu spät, dass ich die auch noch reinhole. Die haben wir in einem vorherigen Webinar behandelt, finden Sie auch auf dem YouTube-Kanal. Kann ich kurz für Sie finden. Das war eins dieser beiden Webinare. Also hier entweder das links unten oder das rechts daneben. Ich stelle den Kanal nochmal rein. Da sind wir auf, da haben wir backgetestet, dass die Signale dem übergeordneten Aktientrend entsprechen müssen. Und dann haben wir uns angesehen, dass die Signale dem übergeordneten dem Indextrend entsprechen müssen. Also Long-Signale nur erlaubt, wenn auch der DAX long war, umgekehrt. Und das hat sich überhaupt nicht bewährt. Also das hat uns darin sehr bestätigt, dass jede einzelne Aktien auf Sicht dieser 3, 4, 5 Tage sehr wohl in der Lage ist, sich sehr eigenständig zu entwickeln. Warum werden nur Aktien berücksichtigt? Ihnen ist das aber ausgenommen. Ergibt sich ganz einfach aus der Natur dieser Strategie. Das bringt mich aber dazu, dass ich auch dieses alte Depot nochmal hochhole beim nächsten Webinar. Da hatten wir auch beobachtet, wie sich die Strategie am DAX, auf Gold, auf Dow Jones, auf S&P auswirkt. Und hat sehr gut funktioniert auf dem Bond Future und auf S&P 500 und auf dem Dow Jones halbwegs. Bei anderen weniger, bei Devisen gar nicht. Also es ist witzig, Devisen sind wahrscheinlich dann anscheinend zu sprunghaft und zu unswingig jetzt für diese Strategie. Schon gar nicht im Tageschart, da sind die Sprünge einfach zu groß. Aber jetzt so für S&P 500 und für Gold und für Bond Future war das schon sehr profitabel handelbar. Aber ich bin da, sage ich, auch mal ein Fan von Aktien und habe hier jeden Tag meine Signale zur Auswahl. Wenn ich mich jetzt auf Indizes konzentrieren würde, dann habe ich droht wieder die Gefahr des Overtradings, dass man ein Signal reininterpretiert, wenn man 10 Tage kein Signal hatte. Wie wird der Trading-Stop behandelt? Gar nicht, weil es gibt keinen Trading-Stop. Das ist kurz und bündig. Wir haben nur Stop-Loss, wir haben nur das Kursziel und wir haben den Zeitstopp. Mehr wird nicht gemacht. Der Trade wird nicht angerührt. Auch wenn er kurz vor dem Kursziel steht, der wird nicht angerührt. Kein Break-Even-Stop, gar nichts. Fire and Forget hat sich seit Jahren bewährt. Wenn die Order ausgeführt würde, kann man den PC ausschalten? Ja, also sobald die Order im Markt liegt, die muss auch gar nicht ausgeführt sein, die muss nur hier unter Pending, also unter Order auftauchen, dann können Sie den PC ausschalten. Stimmt das CRV, das Chance-Risiko-Verhältnis nach einem Gap, also nach viel negatives Slippage noch, habe ich glaube ich schon erwähnt, also ich schaue dann schon mal rein und passe die Ausstiegskurse dann an den tatsächlichen Einstiegskurs an. Ist nicht Pflicht, aber macht dann eigentlich doch jeder, der hier das hier mitredet. Man will ja dann doch mal 2, 3 Mal täglich checken, wie die Positionen laufen. Und dann passt man das einfach an. Kann man die Aktien auch über einen Webtrader nutzen? Das ist insofern eine spannende Frage, weil ich eigentlich heute noch herausfinden wollte, ob dieser
was mit dem EA passiert, wenn ich nicht den MetaTrader stationär starte, sondern als Webtrader starte. Und das mache ich jetzt einfach morgen früh und dann wissen wir das. So, notiere ich mir gleich. Morgen früh starte ich um 9 Uhr nur den Webtrader und nicht die stationäre Version. Wer das Ergebnis wissen möchte, entweder im nächsten Webinar oder E-Mail an mich hinter nightbroker.de. Sind da doch einige interessiert, die anscheinend viele bei Active Trades handeln. Strategieübersicht bitte nochmal einblenden. Sehr gerne. Näheren Zeitstopp bei Active Trades gibt es leider nicht für MetaTrader 5, gibt es nur für den MetaTrader 4 als Add-on-Tool. Hatte mich heute auch kurz gefreut, war aber leider dann doch nicht der Fall, nicht für MetaTrader 5. Deshalb schaue ich eben vor 17:30 rein, muss ich was manuell schließen oder wenn ich es nicht schaffe, vor 17:30 reinzusehen, dann wird der Stopp eng unter den aktuellen Tagesschlusskurs nachgezogen. Auf wie viele Tage ist RT eingestellt? Auf 10. Immer nur 10 Tage. Welche steuerrelevanten Daten braucht man und wie bekommt man die? Da verstehe ich jetzt die Frage nicht. Bitte per E-Mail an mich. Gibt es Unterschiede zwischen ATR und Volatility? Nee, also ATR ist die Volatility. Sie heißt nur, bei dem einen heißt es ATR oder Average True Range, bei dem anderen heißt es Volatility. Das ist eigentlich die gleiche. Gibt minimale Unterschiede in der Berechnungsart, aber das haben wir auch im Backtesting jetzt schon ausgeschlossen. Es ist egal, welche Berechnungsart der ATR verwendet wird. Ein Leser kann bei Active Trades, ein Zuhörer kann den automatisierte Trading nicht anklicken. Da bin ich jetzt gerade überfragt. Sie meinen das Auto-Trading hier? Ah, Sie meinen hier rechts unten Experten. Dann ist vielleicht das Konto, ist es ein Demo-Konto, welches vielleicht abgelaufen ist? Würde ich jetzt mal tippen. Bernd möchte wissen, ob man das auch mit der Mobile-App starten kann. Das habe ich noch nicht getestet. Also Webtrader teste ich morgen früh mit der Mobile-App, was eigentlich auch die Web-App, die Web-Version sein müsste, teste ich das dann übermorgen. Was halte ich von der Agena Trader Software? Schöne Sache, wenn man sich mal eingearbeitet hat, beziehungsweise eine Schulung bekommen hat, eine Software, mit der sehr viel anzustellen ist. Ich bin jetzt eigentlich schon mein Traderleben lang mit TradeSignal happy hier, weil da hier extreme Backtesting-Möglichkeiten hier, auch der Handelssystem-Assistent ist sehr hilfreich, wenn man selbst keine Programmierkenntnisse hat. Also Software gibt es genug, gibt Guidance, gibt TradeSignal, gibt Agena Trader. Agena Trader ist, denke ich, auch gerade sehr im Kommen, auch sehr beliebt bei vielen Tradern. Versuche ich auch gerade in Verhandlungen zu treten mit dem Gilbert Kreuztal von Agena Trader, um hier für Mitglieder vom Broker-Deal ein paar Vorteile anbieten zu können. Ist die Einstiegsorder immer tagesgültig? Hätte ich fast überlesen. Ja, also wenn die Order am nächsten Tag nicht ausgelöst wurde, wird sie in der Regel gelöscht. Außer das Setup gilt immer noch 1:1 oder wurde sogar noch attraktiver, was aber selten der Fall ist. So, ich glaube es gar nicht. 19:07, ein paar Minuten geht das Webinar des Kollegen los. Ich muss daher jetzt Schluss machen. Fragen bin ich alle durch. Sonst bitte an hinterleitenden.de noch. Ich muss jetzt wirklich rausgehen hier, um den Kollegen nicht zu behindern. Hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht heute mit Ihnen. Hoffe, Sie konnten das ein oder andere mitnehmen. Wenn Sie Lust haben, schauen Sie bei uns vorbei auf candlelog.de. Da diskutieren wir nämlich täglich zu den entstehenden Signalen und kümmern uns hier auch um jede Einstiegsfrage dazu. Und ja, dann wünsche ich allen schon mal schöne Feiertage, guten Rutsch. Vielleicht mal ein paar Tage ohne Trading und mit den Lieben verbringen, was mit dieser Strategie ja auch eigentlich beides kombinierbar ist. Gut, dann wünsche ich allen noch einen schönen Abend. Viel Spaß beim Traden. Lasst euch von der Börse nicht unterkriegen.